Yeah, like a library come jukebox. Yeah. So now I've lost where I was up to. That you've just done 30. Neue Eröffnung 25 Hours Hotel. General Manager Dennis Meyer hier bei mir und der kann uns jetzt ein bisschen was zum Hotel erzählen. Ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir heute die große Eröffnungsfeier des 25 Hours The Royal Bavarian hier am Bahnhof Platz 1 feiern dürfen. 2 Jahre haben wir gebaut, geplant, umgeplant, wieder geändert, um dieses wunderschöne Haus von 1869 zu unserem Grand Hotel mit Augenzwinkern zu verwandeln. Mhm. Ja, wunderschön geworden. Wie viele Zimmer? 165? 165 Zimmer und 4 Gastronomien. Also wir haben neben den Zimmern einen Wellnessbereich, einen Fitnessbereich, ein Restaurant, einen Café, einen Burger-Imbiss und eine tolle Bar. Die Zimmer sind ganz unterschiedlich ausgestattet. Also wir haben in dem Haus 4 Kategorien an Zimmern, die von den Namen her auch an den alten Adel die Namen assoziieren. Also wir fangen mit dem Dienstbotenkammern an, über die Herrschaftszimmer, Adelsgemächer bis hin zu den royalen Suiten. Und wir sind hier in welchem Zimmer? Wir sind hier in dem Jagdzimmer, in dem Sinne, im Herrschaftszimmer. Ja, hier ist ein bisschen, also nicht irritieren lassen, die Papptiere, die hier im Hintergrund stehen, die stehen normalerweise nicht hier. Aber ansonsten ist es hier viel Grün, viel Holz ist in diesen Zimmern verbaut. Wie viel Quadratmeter hat das hier? Das hat knappe 27 Quadratmeter. Aber man muss dazu sagen, das ist natürlich ein wirklich altehrwürdiges Haus. Das heißt, die Zimmer sind selbst innerhalb der Kategorien von den Größen durchaus unterschiedlich. Es gibt Eckzimmer. Es ist also eine Herausforderung für die Architekten gewesen, hier Zimmer einzubauen. Und wie groß sind denn die größten Zimmer? Genau, da haben wir wirklich wir haben hier mit der Pfauen-Suite haben wir das größte Zimmer in unserer Kette von 25 Hours mit knappen 75 Quadratmetern. Wie viele Hotels gibt es überhaupt von 25 Hours? Das ist das 10. Ja, das ist das 10. Haus, das erste in München und das 10. in der Gruppe. Mhm. Und das ist ganz hell gehalten. Genau, also vielleicht Riebenreste, das Zirbenholz. Ja. Schön mit dem Warmholz. Genau. Gehen wir aus dem Weg. Ja, passt schön. So, hier sehen wir in unserer Dienstbotenkammer den Schrank mit unserem kleinen Sandsäckchen, der automatisch dann den Schrank wieder zuzieht. Ja, das ist aber schon lecker gesehen.